Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wie ihr sehen könnt, bin ich heute mal wieder unterwegs. Ich bin auf der Autobahn Richtung Düsseldorf unterwegs und besuche heute mal die Klassikremisse. Klassikremisse Düsseldorf ist so eine Art Autoausstellung. Klassische Autos, wie der Name schon sagt, werden dort ausgestellt. Es ist ein sehr schönes Gebäude. Es ist ein ehemaliger Lokschuppen, der umgebaut worden ist, und mehrere Autohändler teilen sich dieses Areal und bieten da ganz spezielle und wirklich tolle Autos, teilweise sogar antike Motorräder an. Lohnt sich eigentlich für jeden. Da muss man nicht unbedingt ein Autofreak sein, da kann man auch Opa und Oma mitnehmen oder auch schon mal die Freundin mitnehmen. Da kann man sich wunderbar hinsetzen. Wir haben ein schönes Café, da kann man Pizza essen, so einen kleinen Snack zu sich nehmen. Und man sitzt wirklich zwischen sehr, sehr, sehr tollen Autos. Der Geruch alleine, wenn man dort reinkommt, das hat was. Also es ist ein Besuch, es ist lohnenswert, die Klassikremisse in Düsseldorf zu besuchen, wenn man so in der Gegend wohnt. Ist eigentlich fast jeden Tag geöffnet. Samstag, sonntags ist es natürlich schon mal ein bisschen voller. Aber ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Man kann dort zum Beispiel auch, es sind verschiedene Werkstätten dort auch drin. Was ich mir zum Beispiel gerne angucke, dort gibt es einen Autosattler, der halt dann für Oldtimer die Sitze neu aufpolstert oder neu mit Leder bezieht oder generell das Interieur dann komplett neu macht. Und man kann denen teilweise bei der Arbeit zuschauen. Und auch den Geruch des Leders und so weiter. Also da riecht es wirklich nach Benzin, nach Öl, nach alten Autos, nach Leder. Es hat was. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Bin öfter schon dort gewesen und da halt immer andere Autos drin stehen. Es ist halt kein Museum, wo immer die gleichen Autos stehen, sondern die Autos werden ja auch teilweise verkauft. Oder es werden Autos dann auch wieder neu angeschafft. Und teilweise, also manchmal stehen da wirklich richtig, richtig tolle Geschichten. Ich habe natürlich die Kamera dabei und werde für euch heute den Rundgang, den ich mache, teilweise mit filmen. Und dann haben wir da vielleicht die Möglichkeit, dass ich euch ein paar schöne Eindrücke von der Autoremisse in Düsseldorf in diesem Video mitgeben kann. Thank you.
denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Es ist immer wieder das Gleiche, wenn man in diese Halle reinkommt, man weiß überhaupt nicht, wo man hingucken soll. Und das Faszinierende ist, wenn man so ein bisschen Ahnung von Autos hat und wenn man sieht, was da teilweise rumsteht und vor allen Dingen, was da teilweise irgendwo staubig in der Ecke rumsteht, da fragt man sich, das kann doch nicht wahr sein. Das sind ja Wahnsinnswerte, Wahnsinnsautos, die da mal eben Auto an Autoreifen an Reifen stehen. Es ist wirklich absolut faszinierend und wenn man da wirklich in Ruhe durchgeht, kann man ohne weiteres 2-3 Stunden mindestens verbringen. Also es ist immer wieder faszinierend. Ich war schon oft da, aber bin jetzt auch wieder total fasziniert. Das Teuerste, was ich da jetzt heute gesehen habe, waren irgendwo um die 430.000 Euro. Ich meine, da geht es letztendlich nicht drum. Aber ich habe da auch schon Autos gesehen für eine 750.000, die da einfach mal rumstehen. Aber wenn ihr mal geschaut habt, es gibt einmal die große Halle, das sind die Verkäufer, die ihre Autos, die Autos verkaufen wollen. Und dann gibt es noch diese Garagen, sieht man das auch auf dem Film, da stehen ganz viele Autos. Das sind so Einzelgaragen in diesen Glasboxen. Die kann man dort anmieten. Das heißt, wenn ich ein besonders tolles Auto habe und möchte den nicht irgendwo in der Garage stehen haben, wo es keiner sieht, sondern möchte den auch anderen Leuten präsentieren, dann kann ich dafür nochmal Geld ausgeben zu dem teuren Auto und kann dort eine Garage anmieten. Was die kostet, weiß ich nicht, aber die dürfte nicht gerade billig sein. Das heißt also, diese abgeschlossenen Garagen hinter Glas, das sind private Garagen. Dort kann man sein Auto abstellen. Die sind klimatisiert, die werden ab und zu mal gepflegt. Allerdings muss ich sagen, da stehen teilweise auch Autos, wirklich teure Autos, schöne, teure Autos, die total verstaubt sind. Das verstehe ich dann auch wieder nicht, wo ich ja denke, kann man die nicht mal abstauben oder was? Also es ist absolut eine Reise wert. Jeder, der irgendeine Affinität zu Autos oder zu Fahrzeugen hat, hat da seinen Spaß. Der Geruch, den kann ich ja leider auf dem Film nicht rüberbringen. Der Geruch ist einfach toll, die Atmosphäre ist toll. Wenn ihr mal jemanden eine Freude machen wollt, wenn ihr mal eine besondere Feier habt, man kann dort auch, das hat man teilweise auch gesehen, man kann einzelne Räume dort anmieten mit Catering und zwar hochpreisig, also was richtig Exklusives. Das heißt, man kann da zum Beispiel eine Geburtstagsfeier machen oder ja, was weiß ich, wenn mal irgendeiner 50 oder 60 wird, der irgendwie eine totale Affinität zu Oldtimern, zu klassischen Autos hat, ladet den dort als Geburtstagsfeier ein. Der kriegt sich ja nicht mehr ein. Also es ist wirklich toll. Fahrt dahin, guckt euch das an. Ich kann es wirklich nur immer wieder empfehlen. Und die Adresse, die Internetadresse, die hat die Klassikremisse natürlich. Die würde ich euch unter das Video drunter setzen. Und dann könnt ihr da selber schauen, welche Öffnungszeiten das Ganze hat. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Eigentlich jeder, der ein bisschen mit Autos und Klassikern zu tun hat, dem muss das Spaß machen, die Aufnahmen, die ich gemacht habe. Guckt euch das mal an. Vielleicht habt ihr auch die Möglichkeit, das Video weiterzureichen. Gebt mir ein Like dafür und abonniert meinen Kanal. Und ich wünsche euch, egal in welches Museum oder wo ihr auch hinfahrt, immer viel Spaß. Fahrt vorsichtig auf jeden Fall und rücksichtsvoll. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Und ich fahre jetzt wieder Richtung Köln. Macht's gut, bis dann. Tschüss.